Prinzipiell begann 1877, war aber ziemlich kompliziert, weil es noch auf Wachs geschnitten war, der Herr Edison. Und erst durch den Herrn Emil Berliner ist die Reproduzierbarkeit einer Schallplatte entstanden. Also das heißt, eine Matrize und man kann davon pressen. Und das war so ungefähr 1900, 1902. Und man sollte nicht vergessen, dass durch die Entwicklung der 45er Schallplatte eigentlich die Populärmusik begonnen hat. Das, was wir heute als Rock, Pop kennen, alles aus dem Umbruch eines Mediums. Das waren die ersten, die was, also nach dem Radio, dass Schallplatten gekommen sind und dass man sie daheim auflegen hat können. Oder bei uns in den Gasthäusern sind ja die Musikboxen gestanden und da haben wir halt Musikbox gespielt. Und wegen Tanzen und da sind wir halt unterwegs gewesen. Ne? Das war halt das Tolle und das Gute dabei. Ich kann mich erinnern, ich bin als Kind auf den Teppichen gesessen und habe auf so einem Marienkäferplattenspieler einfach alle Schallplatten gehört, die mir so in die Quere gekommen sind und manches, was ich vielleicht noch überhaupt nicht verstanden habe. Meine erste Erinnerung war, da haben wir eine gekauft und die habe ich eigentlich für ein Mädel gekauft und die ist gewesen von Giorgio Underdog. Ja, und das war halt. Sie hat mal, wie die Jugendliebe ist, dann hat sie ihn heute wieder zurückgegeben. Aber sie ist trotzdem einer meiner Lieblingsplatten geblieben. Ja, so ist es. Wohin das Schicksal uns treibt, ob man sich je wieder schreibt. Küsse an dir, Abschied von ihr, nur die Erinnerung bleibt. Ich hab das weiße Album von den Beatles in der Cannabis Street in London gekauft. Also dort, wo man es meiner Meinung nach kaufen muss. Ich habe David Sandborn-Platte in einem Fnac in Frankreich bei meinem ersten Schüleraustausch gekauft, nur weil das Cover so sensationell geil war. Ich habe Clash gekauft, London Calling. Als eine der ersten und die Rolling Stones Emotional Rescue, weil ich glaubt habe, es ist vielleicht die letzte Platte von den Rolling Stones, zumindest haben die Jungs das gemacht. Eine CD, das ist also ein Industrieprodukt, mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann. Das ist eine komprimierte Musik, also sie hat mit einem Vinyl nichts zu tun, eigentlich. Das sind zwei verschiedene Klassen. Das ist so wie ein 5-Sterne-Hotel und das ist ein 2-Sterne-Hotel, das CD-L. Ne? Die CD ist ja eigentlich ein Produkt von Herrn Karajan und der Firma Sony, die mit allen Mitteln versucht haben, Karajans Ego zu steigern und möglichst saubere Aufnahmen zu bringen. Und dann haben sie es leider übersehen, dass die Kälte, die karajansche Kälte, mit Einzug genommen hat. Ein roher Krepierer von Anfang an. Es gibt einfach bestimmte Lieder, bei denen ich sogar, wenn ich sie im Radio höre, das Knacksen vermisse. Weil ich es einfach so im Ohr habe. Scheiße, weil die kann ich nicht verkaufen, die Platten. Ganz klar. Und irgendwo ist das Knacksen nicht so eine gute Geschichte, wie es alle sagen. Da sagen, das muss ein Knacksen dabei sein. Eine Platten soll schon gut sein, ein bisschen knistern darf sie, gell? Aber Knacksen nicht. Dann ist sie zum Weckern. Also Platten bitte sorgfältig zu behandeln, pflegen, waagrecht, höchstens 20 bis 30 Stück, senkrecht gestapelt oder gestellt natürlich am besten und bitte nicht mit den Fingern auf die Vinyloberfläche. Okay.
Ich habe damals auch viele Musikzeitungen gelesen, weil es Teil meines Jobs war. Also ich habe so eine Spezialmusiksendung gehabt mit zwei anderen gemeinsam. Und ich weiß, dass Neil Young einmal gesagt hat, dass der Übergang von Schallplatte zu CD ein bisschen so ist wie eine CD ist ein strahlend blauer Himmel. Eine Schallplatte hat Wolken. Und wer mag einen Himmel ohne jede Wolke? Und das fand ich eigentlich unheimlich schön. In Erdölprodukt gepresste Liebe. Schwarzglatt Medium. Geiles Vinyl. Gut. Das sind drei Wörter.